und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute am Freitag und heute mal am Ende, am letzten Tag eines Monats. Ich bin diesen Freitag mal wieder nicht alleine. Also falls ich quietsche oder irgendwelche Geräusche mache, tut's mir leid. Aber die junge Dame hat sich heute im Kopf gesetzt, mir in den Hintern zu beißen. Das tut sie auch schon den ganzen Tag, die ganze Zeit. Also sie kann gar nicht mehr aufhören damit. Und ja. Also heute dachte ich erzähle euch mal was zum Thema nächtliche Unwetter oder Regen. Und ja, weil letztes Mal habe ich euch ja ein bisschen was von der Sonne erzählt, also erzähle ich euch heute mal was zum Thema Regen. Also ich bin ja jemand, ich mag Regenwetter oder Schneeregen oder eben einfach so bewölkte Tage viel lieber als Sonnentage. Mag es aber auch nicht, wenn ich nass werde. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich euch jetzt hier und heute mal so ein paar kleine Tipps gebe, so für Regenwettertage oder ja, was man so machen kann, drin und draußen. Also mein erster Tipp ist, entschuldigt, aber das ist jetzt ein ganz schlechter Witz. Mein Onkel hat erzählt, dass bei ihm in Berlin total hohes Wasser ist von den riesen Regenfällen, die jetzt gerade die letzten Tage waren. Und naja, die einzige Idee, die mir in dem Moment gekommen ist, ist, man kann sich so kleine Papierbötchen da falten und die kann man dann über die Straße wegschippern lassen. Ich habe zu meiner Mutter gesagt heute, so im Witz, wir müssen meinem Onkel auf jeden Fall sagen, er muss sich ein Boot zulegen, damit er noch weiter durch die Straßen kommt. Ich stelle mir wirklich vor, dass das so hohes Wasser ist. Ich bin mal gespannt, was da morgen so in den Nachrichten ist. Und ja. Oder was dazu heute in den Nachrichten ist. Ich bin mir noch nicht sicher. Also mal sehen. Ich werde es beobachten. Ja, mein nächster Tipp ist auf jeden Fall Kartenspiele. Wenn es so richtig draußen regnet und dunkel ist, dann gibt es nichts Besseres als Kartenspiele. Ja, und was man auch machen kann, ist natürlich ein Buch lesen, weil oft ist es ja so, dass bei so Regentagen auch Gewitter einhergehen. Und jetzt ein Tipp von mir an dieser Stelle zum Thema Elektronik und Gewitter, ist es immer ratsam, seine Computer und Drucker und alles während dem Gewitter auszulassen. Weil wenn der Blitz einschlägt, sind das die ersten Sachen, die total kaputt gehen und das ist dann immer ärgerlich. Ja, was kann ich noch sagen so zum Tipp? Ja, wir haben ja eine Wetterkerze. Das ist so eine Kerze, die zünden wir an, immer wenn es Unwetter hat. Und dann sitzen wir einfach vor der Kerze rum. Und ja, irgendwie vertreibt es ganz schön die Zeit. Und manchmal lesen wir dabei ein Buch, ein interessantes. Manchmal unterhalten wir uns einfach. Aber einfach dieses Zusammensitzen bei Unwettern kann manchmal auch was Schönes sein. Und ja, dann ein anderer Tipp ist natürlich, man kann auch einfach ins Bett gehen. Also ich meine, ganz ehrlich, wenn man nicht an den Computer kann, keine Brettspiele hat und gar noch gerade keiner zu Besuch ist oder keiner da ist, dann geht man halt ins Bett und steht am nächsten Morgen auf und hofft, dass das Wetter besser ist. Oh Gott, entschuldigt, ich stelle mir gerade vor, wie so jemand gerade mitten in der Arbeit sitzt, dann fängt es regnen an und der dann sagt, ja, also ich gehe jetzt heim, ciao, ich gehe jetzt ins Bett. Das ist glaube ich auch nicht die richtige Lösung. Was man beim Arbeitsplatz macht, weiß ich nicht, weil ich kann euch nur die Tipps aus meiner Sicht geben. Auch sehr hilfreich ist manchmal telefonieren. Ich hänge manchmal während einem Gewitter stundenlang in Telefonleitungen und rede mit meinen Großeltern oder meine Mutti von unten an oder von oben oder mit dem Handy oder wie auch immer. Oder ja. Wenn man einen Computer mit Akku hat, wo man dann Zeit hat, kann man natürlich auch im Internet in der Zeit surfen, weil meistens, das ist mir aufgefallen, hat es während so Gewitter immer das beste Netz, also wirklich das beste Netz, das man sich wünschen kann. Und also entweder das Beste oder das Katastrophale, eins von beiden, aber das muss man dann testen. Ja, was fällt mir noch so ein? Als ich ein Kind war, hat mein Vater immer mit mir zusammen Burgen gebaut, in denen ich mich verstecken konnte, wenn es gewittert hat oder wenn es so ganz stark gestürmt hat. Die bestanden dann immer aus so Sofakissen. Und dann sind wir meistens weggelaufen wie die Sau vom Trog und haben meine Mutter es aufräumen lassen. Deswegen haben wir das jetzt inzwischen nicht, machen wir das jetzt nicht mehr so oft. Aber ja, das ist auch noch so ein Tipp, so sich Burgen bauen.
beschäftigen ist auf jeden Fall mal der allerbeste, also der Tipp, den ich im Grunde sagen will. Nämlich, wenn man was tut, fällt es einem nicht mehr so auf, wenn es dann stürmt und macht und tut. Und ja, dann ein weiterer Tipp ist natürlich, sich warme Sachen anziehen. Also wenn man da zu kalt angezogen ist, dann kann es unfassbar kalt sein. Dann friert man stundenlang, wenn es dumm läuft. Und ja, wenn es im Sommer ist, ist mein Tipp auf jeden Fall Fenster aufmachen. So, wenn man merkt, dass das Gewitter vorbei ist, aber der Regen noch so ein bisschen da ist und es nur so ein bisschen regnet, dann sollte man am besten die Fenster aufmachen, weil dann lüftet sich die Wohnung am allerschnellsten und kühlt sich runter und bleibt dann, ich würde schätzen, 1,5 Tage kälter. Also kalt geht nicht, aber kälter. Briefe schreiben kann man übrigens während solcher Zeiten auch immer super. Ich bin mal da gesessen, so richtig oldschool vor einer Kerze mit einem Brief. Und hab an mich selbst einen Brief geschrieben, so à la, sehr geehrte Elena, ich hoffe, dass du diesen Brief erhältst. Ich habe mir damals gedacht, einfach mal auf sehr altmodisch machen und so tun, als ob der Brief unglaublich lang bräuchte, bis er ankommt. Und ich weiß heute nicht mehr, wo ich den Brief hingelegt habe. Ja. Er müsste irgendwo noch rumfahren, aber vielleicht habe ich den auch nie fertig geschrieben und habe ihn dann einfach weggeschmissen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, das hat auch Spaß gemacht. Manchmal hilft es auch, sich so kleine Abenteuer-Fantasiegeschichten auszudenken. So, man ist mitten im Dschungel und es hat ein riesen Gewitter. Und wenn man jetzt nicht schnellstmöglich sich nur ein Glas Milch beschafft, dann fressen einen die Löwen. Was waren Löwen im Dschungel? Okay, die Löwen, die sich verirrt haben aus der Steppe, aus der Savanne in Dschungel. Das passiert mal. Also wenn du es dir ausdenkst, kann es passieren. Ja. Und ja, mehr Tipps habe ich euch leider da auch nicht. Auf jeden Fall ein Tipp, wenn man rausgehen muss, weil weswegen auch immer, ist immer ein Regenschirm. Regenponcho und Knirps, das sind so kleine Regenschirme. Da gibt es jetzt heutzutage sogar schon welche mit Taschenlampen, was sehr praktisch ist. Gummistiefel sind auch immer eine gute Sache. Es gibt auch Regenhosen, so Matsch-Schlammhosen, die sehen immer furchtbar aus, auch die halten einen wirklich trocken. Und ja, so kann man dann eigentlich auch durch den Regen durchlatschen. Aber wenn man es nicht muss, muss man es nicht und dann sollte man es auch nicht tun. Also, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, schreibt mir gerne in die Kommentare, was macht ihr, wenn es regnet? Oder was habt ihr so für Ideen, was man da machen kann? Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmeatoutlook.com. Das ist jetzt mein Vater, der mich anruft. Bis bald. Ciao!